Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Und zwar wollte ich mal ein kleines Video für euch erstellen, hier an dieser Stelle. Und zwar ist dieses Video gerichtet an die Menschen, die noch ihr praktisches Examen vor sich haben. Es geht nämlich darum, dass immer wieder gefragt wird, oh, was kommt denn davor und was muss ich alles machen und was ist alles wichtig und was nicht und vielleicht doch und man weiß es nicht in der praktischen Prüfung und jetzt habe ich alles vergessen und ich werde sowieso gar nichts können und alles kaputt machen. Und heute werde ich euch berichten über einzelne Kriterien, die wichtig sind, die ein Prüfer in der praktischen Examensprüfung sich notiert bzw. beachtet, einen kleinen Katalog hat und diese Kriterien auch beinhaltet sind dort. Ich dachte, vielleicht hilft es euch etwas weiter, zumindest einige Kriterien zu kennen. Und mal zu hören, was machen die da überhaupt? Was haben die denn da überhaupt alle auf ihrem Zettel stehen? Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Kurzen Tipp am Rande noch. Die Kriterien, die ich euch jetzt nenne, die sind nicht in irgendeiner Reihenfolge hier, wichtig oder nicht wichtig. Die sind einfach kreuz und quer, so wie die mir in den Kopf gekommen sind. Habe ich sie auch aufgeschrieben und so erzähle ich sie euch jetzt auch. Also es heißt nicht, der erste Punkt ist am wichtigsten, der letzte nicht. Sie sind alle gleich wichtig und ja, ihr braucht jetzt nicht meinen, nur weil ihr das Video geguckt habt, werdet ihr jetzt eure praktische Prüfung bestehen. So ist es nicht. Bitte glaubt auch nicht, dass jeder Prüfer jetzt genau diese Kategorien hier ausgedacht hat und nur ausschließlich diese Kategorien beachtet. Nein, so ist es nicht. Ich werde euch hier nicht die ganze praktische Prüfung erzählen. Ich möchte euch lediglich eine Hilfestellung geben. Und zu dieser Hilfestellung gehört einfach mal ein bisschen zu gucken, was ist denn eigentlich besonders wichtig und woran hätte ich vielleicht gar nicht gedacht, was wäre mir gar nicht in den Kopf gekommen, worauf aber der Prüfer achtet. Und ich hoffe sehr, dass ich euch ein bisschen Anregung geben kann. So, wir gehen jetzt alle davon aus, dass es ganz früh morgens ist und dass du jetzt gleich deine praktische Examensprüfung machen wirst. Und zwar beinhaltet diese praktische Examensprüfung nämlich eine Grundpflege vor dem Waschbecken von einem Bewohner, einer Bewohnerin. Und jetzt erzähle ich dir, auf was der Prüfer achten wird bei deiner Prüfung. So. Als allererstes mal wird jetzt der Prüfer natürlich euch begutachten, von oben bis unten, unauffällig, so dass ihr es nicht mitbekommt, und wird gucken, ob ihr entsprechende Hygienemaßnahmen an euch selber getroffen habt. Habt ihr Dienstkleidung an? Ist eure Dienstkleidung sauber? Habt ihr Ringe oder Schmuck an? So, und da ist schon eine ganz wichtige, das ist schon ein ganz wichtiges Kriterium. Zur Dienstkleidung gehört auch, dass es saubere Dienstkleidung ist. Wir sind dazu verpflichtet, die Dienstkleidung individuell zu wechseln, wann immer es nötig ist. Generell sollte es so sein, dass nach jedem Dienst die Dienstkleidung verworfen wird und vor jedem Dienst neue Dienstkleidung angezogen wird. Natürlich wird es auch beachtet. So, wenn ich jetzt natürlich da mit meinen Blut- und Kaffeeflecken auf der Hose ankomme, ja, das macht keinen guten Eindruck, so gehe ich auch nicht zu irgendeiner Prüfung. So, fertig. Und Thema Schmuck ist natürlich auch hier wichtig. Es wird darauf geachtet, dass ihr keine Ringe anhabt. Es wird darauf geachtet, dass ihr keinen Armschmuck tragt. Insbesondere auch hier, das ist ein gern gesehenes, eine gern gesehene Fehlerquelle. Punktabzug, das ist auch Armschmuck. Auch hier können sich Bakterien drunter drin sammeln. Sowas ist nicht gerne gesehen. Und natürlich auch nicht Armbänder oder sowas. Darauf wird auch geachtet. Es wird auch darauf geachtet, ob ihr lange Ohrringe habt, wo ihr hängen bleiben könnt, an denen ihr hängen bleiben könnt, oder an denen sich Bewohner natürlich festhalten können,
und sich oder euch verletzen können. So, dann wird auch, Thema Dienstkleidung, nochmal kurz zurück, wird auch geguckt, habt ihr euer Namensschild an? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade in der Arbeit mit hochbetagten Menschen kann es ein wichtiger Punkt sein, dass eben die Menschen euch nicht zuordnen können, wer seid ihr, wo gehört ihr hin und was macht ihr hier. Wenn diese Schildchen vorhanden sind, dann sollten sie auch getragen werden und dann sollten sie auch so getragen werden, wie man die trägt. Und die trägt man nicht unten in der Kitteltasche oder nach innen gestülpt, nein, die trägt man so, dass man sie sieht, im besten Fall links oder rechts im Brustbereich. Und auch so deutlich geschrieben, dass man eben lesen kann, was überhaupt da drauf steht. So, jetzt gehen wir los Richtung Zimmer. Und jetzt wird natürlich der Prüfer darauf achten, ob und wie ihr vorbereitet seid. Habt ihr eure Materialien alle am Start? Habt ihr alles dabei, was ihr braucht? Habt ihr geplant, was ihr machen wollt? Und habt also jetzt euer Material dabei? Oder... Was sehr unangenehm wäre für den Bewohner und auch für den Prüfer bzw. für eure Note, wenn ihr das Zimmer nochmal verlassen müsst. Das ist eigentlich ein No-Go. Weiter wird beachtet, ob der Mülleimer in Reichweite steht. Hier gucken, ob ich treffe beim Werfen. nee, der muss in Reichweite stehen, der Mülleimer. So, und es wird auch geguckt natürlich, ob das... gegebenenfalls geöffnete Fenster geschlossen wurde. Es kann passieren, dass wir Bewohner haben als Prüfungskandidaten, die möchten aber gar nicht das Fenster zu haben. So, und dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Dann werden wir, wenn wir wissen, Bewohner möchte nicht das Fenster zu haben, dann werden wir trotzdem Bewohner fragen, Frau Müller, möchten Sie nicht vielleicht doch das Fenster zu haben? Nein, möchte ich nicht. Bumm, dann ist das super geil. Oder aber, ihr wollt das Fenster zumachen und Bewohner sagt, nein, bloß nicht zumachen. So, dann ist es auch in Ordnung, aber da müsst ihr eine Maßnahme treffen und zwar müsst ihr Bewohner aufklären darüber. Wir gehen jetzt ins Badezimmer. Wenn sie sich waschen, dann zieht's, dann wird's kalt. Sie können sich erkälten. So, und dann ist alles super. Dann wird natürlich bei jeglicher Körperpflege darauf geachtet, insbesondere bei Mehrbettzimmern, das kann natürlich immer passieren, dass wir in Einrichtungen arbeiten, wo es Mehrbettzimmer gibt, wird natürlich darauf geachtet, ob es einen Sichtschutz im Zimmer gibt und ob dieser Sichtschutz auch benutzt wird, weil... Mein Nachbar geht das nichts an, was ich vorm Waschbecken mache. Und so sieht das auch der Prüfer. Und das ist eine Form von Intimsphäre. Und auch diese Intimsphäre wird bewertet und beachtet. Ein großer Punkt, ein Punkt, auf den auch ich Wert lege, worauf auch die Prüfer Wert legen und der leider nicht selbstverständlich ist, was sehr schade ist, ist das Augenmerk darauf, Bewohner zu begrüßen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky. Ich kenne das aus meiner Prüfung so. Bevor der Prüfer da war, war ich schon 9-mal bei Bewohner im Zimmer. Obwohl man es nicht sollte, aber es ging halt nicht anders. Ich war aufgeregt und Bewohner war auch aufgeregt. Und wenn ich schon vorher 9-mal im Zimmer war, dann komme ich mit Prüfer rein und dann brauche ich nicht mehr sagen, Guten Morgen, Frau Meier, alles in Ordnung bei Ihnen? So, das ist schon alles gelaufen. Aber die Begrüßung des Bewohners gehört in einer praktischen Prüfung mit dazu. Genauso wie, dass man den Prüfer nochmal beim Bewohner, beziehungsweise nicht nochmal, sondern generell, beim Bewohner vorstellt. Das Stellen von Rückfragen. Also, geht's Ihnen gut? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ist das Wasser gut? Ist das Wasser zu warm? Ist es zu kalt? Brauchen Sie noch ein Handtuch? Brauchen Sie noch einen Waschlappen? Wollen Sie die Creme? Wollen Sie jene Creme? Wollen wir noch ein bisschen hier? Wollen wir noch ein bisschen da? Ist Ihnen zu warm? Ist Ihnen zu kalt? Das kann man und soll und muss man alles natürlich fragen. Es ist wichtig, bei allen pflegerischen Maßnahmen sich zu versichern, dass es dem Bewohner gut geht. Insbesondere bei Bewohnern mit Kreislaufproblemen, mit Anlaufschwierigkeiten, mit depressiven Verstimmungen, mit generellen Stimmungsschwankungen und diversen anderen Krankheitsbildern ist es immer gut, zwischendurch zu kommunizieren
Weil das auch bedeutet, aha, ich habe den Bewohner kontrolliert. Also das heißt, der spricht nicht auf einmal verwaschen, der ist weiterhin orientiert, der antwortet mir adäquat. Der kann Aussagen zu seinem Befinden oder auch Bedürfnissen machen. Und das sind natürlich tolle Erkenntnisse, die man unterschwellig in der Pflege ermitteln kann und die aber gleichzeitig sehr wertvoll sind, weil ich kann nicht nur schreiben, Bewohner wurde heute picobello gewaschen, sondern Bewohner ist orientiert, Bewohner kennt beispielsweise kennt die Uhrzeit, Bewohner kennt die Tageszeit, Bewohner kann Personal zu jeweiliger Profession auch zuordnen. Und da sind Informationen, die sind einfach pflegerisch, können relevant werden. Und natürlich ist das toll, wenn man die immer wieder abfragen kann, ohne dass es der Bewohner ja merkt, weil wir sprechen ja ganz normal miteinander. Und dieses ist natürlich auch ein Stück weit Professionalität. Ich muss nicht immer alles offensichtlich machen, ich kann das auch unterschwellig machen, sodass es der Bewohner gar nicht mitkriegt. Kommen wir nochmal ganz kurz zu zwei Punkten früher zurück. Und zwar ist es ja dann nicht nur wichtig, den Prüfer vorzustellen. Es ist ja noch viel wichtiger zu fragen, ob es überhaupt in Ordnung weiterhin ist, dass Bewohner Prüfungsobjekt ist. Das sollte man natürlich auch nochmal fragen. Man sollte natürlich auch nochmal fragen, Frau Meier, Sie wissen ja jetzt, wir haben uns hier, habe ich Ihnen ja gestern lang und breit schon alle erklärt, das Ohr abgekaut. wissen Sie ja jetzt, dass ich jetzt hier die Prüfung habe. Kommen Sie mal her, das ist der Herr... Schlag mich tot. Und der ist mein Prüfer heute. Ihr müsst das nicht alle stocksteif hier abarbeiten. Natürlich kann man das alles auch mit Humor machen. Mit Aktentasche und Krawatte geht man nicht zum Bewohner und sagt, ja, wie sieht's denn aus so und so. Nee, da sagt man einfach, hier passen Sie mal auf, wenn Ihnen die F*** vom Prüfer nicht gefällt, dann schmeißen wir den einfach raus. So, dann haben wir alle beim Wagen gelacht. Die ganze Situation ist ein bisschen aufgelockert, ich bin auch ein bisschen lockerer geworden und dann fluppt das auch. Das ist natürlich wichtig, einfach nochmal sich rückzuversichern, ob der Bewohner mit der Durchführung der Prüfung überhaupt bei ihm persönlich einverstanden, weiterhin einverstanden ist. Wenn Bewohner natürlich Demenz erkrankt ist, oder andere Einschränkungen, kognitive Einschränkungen hat, die ihn dazu veranlassen, das nicht mehr sagen bzw. einschätzen zu können, ist es sowieso Pflicht, eure Pflicht, euch das vom jeweiligen Betreuer unterschreiben zu lassen, dass ihr das überhaupt machen dürft. Wenn ein Bewohner jetzt natürlich sagt, ich möchte das alles nicht mehr, dann ist das halt so. Dann müsst ihr dummerweise, traurig aber wahr, auf euren Alternativkandidat ausweichen. Da kann man auch nichts machen. Da würde ich auch nicht anfangen, den Bewohner großhaft, riesenhaft zu überreden. Weil ein Überreden bedeutet auch, das ist keine frei gesteuerte, freier Wille mehr. Sondern habe ich ja schon den Bewohner überredet. Und je nachdem, welche Einschränkung der hat, ist das mehr oder weniger ethisch. Von daher würde ich das eher in der Prüfung nicht machen. So, dann wird ganz klar beachtet natürlich die Wirtschaftlichkeit, wirtschaftliches Arbeiten. Wenn ich jetzt 9 Millionen Handschuhe hin und her anziehe, dann ist das unwirtschaftlich. Ich muss nur so viel Material verbrauchen, wie es unbedingt sein muss. Ich muss nicht verschwenderisch sein, das heißt aber gleichzeitig auch, ich muss nicht sparsam sein. Ich muss jetzt nicht mein Einmalwaschlappen viermal in Runde drehen, um irgendwie noch irgendwas abputzen zu können. Also das muss ich nicht machen. Es ist einfach wichtig, so zu arbeiten, dass es angemessen ist. So, dann wird weiter darauf geachtet natürlich, ob Bewohner vorher ein Toilettengang angeboten wurde, beziehungsweise ein Toilettengang ermöglicht wurde vor der Pflege. Ist natürlich sinnvoll, wenn Oma Frieda mit 90 aufs Klo muss wie ein Reiher. Da kann die sich nicht auf der Grundpflege konzentrieren. Da wird die sich auch nicht mal ganz entspannt hier eine Handmassage andrehen lassen. Würde ich übrigens auch nicht machen. Also das ist wichtig und dann ist es auch hier gleichzeitig sinnvoll und wichtig, Thema Intimsphäre. Es ist nicht verwerflich, wenn ihr beispielsweise mit einem männlichen Prüfer zu einer weiblichen Bewohnerin geht, ist es nicht
verwerflich und sogar euer Recht und eure Pflicht im Endeffekt, dem Bewohner gegenüber, den männlichen Prüfer aus dem Badezimmer zu bitten und zu sagen, pass mal auf, Frau Müller, die geht jetzt hier Pipi machen und da haben sie nichts zu suchen und ich möchte sie gerne bitten, dass sie doch im Wohnzimmer oder im Flur kurz sich aufhalten, zurückziehen, bis wir den Toilettengang durchgeführt haben und wir werden sie dann sofort wieder dazu rufen, wenn wir hier fertig sind. Das finde ich sinnvoll und das finde ich auch wichtig. Erstens ist es dem Bewohner eine vollkommen fremde Person, das dürft ihr bitte nicht vergessen. Der Bewohner kennt den Prüfer nicht. So, dann ist es ein Mann und wenn eine Frau aufs Klo geht oder ist es andersrum, dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung, dass ich da niemanden dabei haben möchte. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, dass man auch dem Prüfer gegenüber Grenzen klar macht. Gehen Sie bitte jetzt, verlassen Sie bitte jetzt aus Gründen der Intimsphäre einen Moment das Badezimmer. Solange der Toilettengang durchgeführt wird und sie werden dann wieder dazu gerufen, fertig, Punkt. So. Im Nachgang habe ich das nicht gewusst vorher, die Situation, dass die so entsteht, kann ich im Nachgespräch dann begründen, warum, mit eben das, was ich, eben dem, was ich euch gerade erzählt habe. Also, Bewohner hat schlechte Erfahrungen gemacht, lödelödelödel. Oder aber ihr sagt es schon im Voraus. Ihr habt ja auch ein Vorgespräch und in diesem Vorgespräch könnt ihr sagen, pass mal auf, Herr Prüfer, es ist immer so, dass Frau Müller möchte keine männliche Person aufgrund dies und jenem bei Toilettengängen oder Intimpflege anwesend haben und wenn es soweit ist, dann werde ich Sie darauf aufmerksam machen, bitte das Bad zu verlassen. Ich möchte nicht, dass Sie mir das krumm nehmen oder in irgendeine negative Bewertung rutschen deswegen. Es geht mir hier um den Schutz von Bewohnern, um Ethik und Intimsphäre und das wird euch noch mehr angerechnet, als wenn ihr einfach sagt, oh, wir haben jetzt hier Prüfung und auf Teufel komm raus, muss der Prüfer alles sehen. Das ist völliger Quatsch, das müsst ihr nicht. Der muss nicht alles sehen. Der muss sehen, dass ihr Bewohner seht, der muss sehen, dass ihr die Individualität und auch Problematiken, Ressourcen vom Bewohner erkennt, einschätzen könnt und auch zu seinem Schutz durchsetzen könnt. So, und das ist viel, viel mehr wert, als einfach alles auf Teufel komm raus durchführen zu wollen. So, dann wird natürlich weiter ein Augenmerk darauf gelegt, ob die Reihenfolge der Grundpflegemaßnahmen überhaupt beachtet wird. Also erst Intimpflege, dann Gesicht waschen, dann Füße, dann Oberkörper, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Darauf wird geachtet und worauf extrem geachtet wird, ist die Mundhygiene. Es wird extrem darauf geachtet, ob eine Mundhygiene durchgeführt wird und es wird auch darauf geachtet, ob man vorhandene Prothesen rausnimmt und entsprechend säubert und mit entsprechendem Hilfsmaterial, Thema Haftcreme, wieder installiert oder ob man es ignoriert oder ob Bewohner es ablehnt oder ob Bewohner überhaupt, das völlig Wurst ist, was da passiert, da wird drauf geachtet. Darauf solltet ihr auch achten. Die Mundhygiene gehört auch dazu, wenn Bewohner vorhandene Prothesen nicht mehr trägt. Mundhygiene gehört auch dazu, wenn Bewohner keine Zähne mehr hat. So, die Mundhygiene, das Ausspülen des Mundes, Erfrischen der Mundschleimhaut, die Reduzierung von Bakterien und Keimbelastung innerhalb der Mundflora ist ein großes Thema und gehört nach wie vor zur pflegerischen Grundversorgung dazu. Dann würden jetzt natürlich alle anderen Kriterien kommen. Habe ich den Bewohner einbezogen? Hat der Bewohner auch sich alleine was angezogen? Konnte der das alleine? Habe ich probiert, Ressourcen zu verbessern? Habe ich Bewohner motiviert? Habe ich probiert, den Bewohner gegebenenfalls vorher anzuleiten, bevor ich die Sachen übernommen habe, die ich übernehmen musste? Und so weiter und so fort. So, und dann sind wir schon in der Nachbereitung. Und hier ist ein großes Augenmerk auf Flächendesinfektion. Habe ich die wieder aufgeräumt, gesäubert, desinfiziert? Habe ich das Material, welches ich gebraucht habe, wieder zurückgeräumt? Ist bewohnerbezogenes Pflegematerial auch wieder bewohnerbezogen
hinterlegt worden? Oder ist jetzt auf einmal vom Nachbarn und vom Bewohner alles kreuz und quer und die beiden teilen sich einfach alle Pflegeutensilien? Das ist auch ein Kriterium, definitiv. Ein weiteres Kriterium ist natürlich auch die generelle Nachbereitung des Zimmers. Also nachfragen, ob Fenster wieder geöffnet oder weiterhin geöffnet bleiben soll. Nachgucken, ob alles gerichtet ist und so, wie ich es vorgefunden habe. Dazu gehört auch das Leeren von Müll, Entsorgen meiner benutzten Handtücher, Waschlappen. Dazu gehört auch die Entsorgung von beispielsweise Einsatz von Toilettenstuhl. Und zwar nicht einfach so über den Flur gerannt mit der vollen Bettpfanne, sondern nach den zugehörigen Hygienestandards und generellen Arbeitsanweisungen. Dann ist ein sehr großer Punkt meiner Meinung nach als einer der letzten Punkte im Nachgang an die Prüfung ist es sehr wichtig für mich, mich persönlich bei Bewohnern nochmals zu bedanken dafür, dass ich die Prüfung bei und mit ihm durchführen konnte. Auch ein wichtiger Punkt ist hier, dem Bewohner zu motivieren, dem Bewohner am Ende ein gutes Gefühl zu vermitteln, zu sagen, ach, das finde ich so toll, dass Sie mitgeholfen haben und wir beide haben echt eine gute Prüfung zusammen abgelegt. Oder wir haben wirklich gut zusammen gearbeitet heute. Oder Sie haben sehr gut mitgemacht. Oder für Ihre morgendliche Kreislaufschwäche haben Sie heute wirklich sehr gut durchgehalten. War Ihr Kreislauf wirklich sehr lange, sehr stabil. Haben Sie keine sonderlichen Schmerzen geäußert oder whatever. Einfach den Bewohner positiv zu bestärken. Natürlich wird er das dann auch gegebenenfalls bei anderen Bewohnern dann erzählen, was auch ein sehr großer Pluspunkt ist. Ja, und ich habe ja heute schon hier die Prüfung bestanden mit der Pflegerin zusammen und die war so aufgeregt und es war alles so toll und die hat alles toll gemacht und ich habe alles toll gemacht. Also das ist natürlich wichtig, einfach den Bewohnern ein gutes Gefühl zu geben. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar ist der letzte Punkt, bevor ich Bewohner verlasse, ist das allerletzte, was ich mache, ist zu fragen, kann ich Ihnen noch was Gutes tun? Brauchen Sie noch irgendwas? Möchten Sie noch irgendwas? Oder soll ich irgendwas machen? Und wenn der Bewohner dann zufrieden ist, dann kann ich das Zimmer verlassen, werde dann meine Sachen nachbereiten, Pflegewagen und dann wird man sich gemeinsam wieder versammeln und jetzt beurteilen lassen von dem Prüfling an sich. Also müsst ihr erstmal eure eigene Prüfung beurteilen. Was glaubt ihr, wie habt ihr es gemacht? Wie ist es gelaufen? Was ist euch gut oder schlecht aufgefallen? Kleinen Punkt hier noch, kleinen Tipp am Rande. Wenn ihr Fehler macht, wenn ihr zum Beispiel, ihr macht jetzt irgendwas im Eifer des Gefechts, weil ihr eben aufgeregt seid und ihr macht jetzt irgendwas und in dem Moment, wo ihr das macht, denkt ihr schon so, ach du Scheiße, warum habe ich das jetzt gemacht? Oder es fällt euch nachher einfach ein, dass ihr irgendwas gemacht habt, was schwachsinnig war oder was ihr sonst nicht gemacht hättet oder anders gemacht hättet. Ist es nicht schlimm? Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Schlimm ist es erst dann, wenn euch es nicht aufgefallen ist und wenn ihr es nicht sagt. Das ist schlimm. Wenn ihr im Nachgang, in der Nachbereitung, im Nachhinein, in dem Gespräch mit eurem Prüfer, wenn der euch fragt, was war gut, was war schlecht, und wenn ihr dann sofort sagt, ja, das, was ich da gemacht habe, das war ja sowas von schwachsinnig, weiß ich auch nicht, wieso ich das gemacht habe, das war total behämmert, sinnfrei, dann ist das ein sehr großer Pluspunkt, weil das beschreibt erstens eure Aufmerksamkeitsfähigkeit, dann beschreibt das eure Kritikfähigkeit und dann beschreibt das auch euer Denken, eure Denkweise, eure Sichtweise. Ihr geht nicht stumpf in das Zimmer rein und wieder raus, sondern Fehler fallen euch auf. Und das ist was Wichtiges und was sehr, sehr, sehr Wertvolles. Und das muss nicht immer schlecht sein. Es muss nicht sofort heißen, nur wenn man Fehler gemacht hat, ist alles scheiße. Nein.
Man kann auch Fehler machen und dann ist es passiert und dann sagt man, es war nicht richtig und fertig ist. So war es auch übrigens bei mir. In meiner praktischen Prüfung hatte ich eine Bewohnerin, die zwei verschiedene Insuline bekommen hat. Die hat einen Kurzzeit- und einen Langzeitinsulin bekommen. Und natürlich habe ich 2 Jahre lang ihr immer ein und dasselbe Insulin gespritzt und es war immer richtig und es war immer alles toll. Und genau in meiner praktischen Prüfung, was habe ich gemacht? Genau, ich habe das Langzeitinsulin mit dem Kurzzeitinsulin vertauscht und hätte der Bewohnerin fast was Falsches gespritzt. So, und wie ihr seht, ich bin auch Fachkraft geworden. Irren ist menschlich. Das ist einfach in der Aufregung passieren einfach Fehler. Wichtig ist, dass es euch auffällt, dass ihr es merkt. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich habe ich der Bewohnerin nicht dieses Insulin gespritzt. Es ist mir vorher aufgefallen. Ich habe es dann gemerkt. Und das war auch eine der ersten Sachen, die ich erwähnt habe im Nachgespräch, wo ich gesagt habe, pass mal auf, das war ja nichts mit dem Insulin. Mir ist es sofort aufgefallen und meine Praxisanleitung damals konnte natürlich auch dem Prüfer dann versichern, dass ich es immer richtig gemacht habe bisher. Das konnte man natürlich auch an der Dokumentation, an dem Spritzenschema, das man handschriftlich aufschreiben muss, nachvollziehen. Und es war überhaupt nicht schlimm. Es war überhaupt nicht schlimm, es war sogar gut, wie gesagt, dass ich es gesagt habe, dass es mir aufgefallen ist. Und das ist wichtig. Und dass man natürlich so ehrlich ist und auch sagt, hier, pass mal auf, ich bin nicht perfekt, ich hätte fast einen Fehler gemacht, das ist mir einfach fast passiert und das ist aus dem und dem Grund passiert. Ich war aufgeregt und Und die Prüfer sind auch keine Monster, die wissen alle, wie aufgeregt ihr seid. Die wissen alle, dass es für euch um die Wurst geht. Entschuldigung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und aber die Altenpflege auf diesem Kanal unterstützen möchtet, worüber ich mich extrem freuen würde natürlich, dann lade ich euch herzlich ein, den Abo-Button zu drücken und das kleine Glöckchen nebenan. Ich drücke euch alle Daumen. Bitte berichtet mir doch mal, wie es bei euch gelaufen ist, wenn ihr Examen macht. Und ansonsten verabschiede ich mich wie immer von euch mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!